Konkret geht es um Lohnkürzungen von 70-80%. Der FC Wil muss bis zum Saisonende mindestens 5 Millionen Franken sparen, sonst droht dem Verein der Konkurs. Für den Verein aus dem Sendegebiet würde sich durch das die ganze Tabellensituation verändern. Es kommt ein bisschen darauf an, wenn der Konkurs stattfinden würde, wenn er dann stattfindet. Aber es ist natürlich dann so, dass der Absteiger würde feststehen aus der Challenge League. Und das wäre natürlich sportlich eigentlich schlecht, weil, ja, wenn dann keine sportliche Leistung mehr entscheidend ist, sondern der grüne Tisch. Und das ist natürlich für den Spitzensport, für den Fußball grundsätzlich keine gute Sache. Ein allfälliger Konkurs vom FC Wil wäre aus Sicht vom FC Wil Fanclub auch ein Verlust für die ganze Region. Ich meine, wir haben St. Gallen, Nazi A, die machen auch gute Arbeit. Und bei uns Nazi B, ja, der ist auch für die Region, für die Jungen vor allem. Weil wir doch einen guten Nachwuchs, wir haben gesehen, mit x Spielern, die mit Nazi A verbracht haben. Ja, also für mich persönlich, ich finde es sehr schade. Bei der Wiler Bevölkerung tönt es ähnlich. Also für mich persönlich, das wäre eine Katastrophe. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, es kann immer auf beide Seiten kippen. Ist gut oder ist schlecht. Man hat es probiert, aber jetzt kommt es halt wahrscheinlich nicht gut raus. Und das Risiko hat man überall. Wenn es den FC Wil nicht mehr gäbe, wäre das etwas Negatives. Und vor allem auch für die Jungen. Weil die brauchen doch auch vor Ort irgendwie einen Fanclub, wo sie sich begeistern können und auch für den Fußball. Und darum finde ich da an sich schade, wenn es den jetzt nicht mehr gäbe. Alder Andreas Mösli vom FC Winterthur hofft auf einen Verbleib vom FC Wil in der Challenge League. Ja, es wäre sehr schade, weil Wil und Schaffhausen, das sind natürlich die Gegner, die wir hier in Winterthur gerne haben. Also gerne in Anführungszeichen, je nachdem. Aber gerne im Sinne von, ja, von dem lebt ja dann der Fußball, dass man so Derbys hat, wo man Emotionen spürt. Und das wäre natürlich sehr schade, wenn der FC Wil da von der Bildfläche würde verschwinden. Der FC Wil ist für eine Stellungnahme vor der Kamera nicht zur Verfügung gestanden. Wie der Präsident an der gestrigen Medienkonferenz aber gesagt hat, setzen wir alles daran, um den FC Wil zu retten. Im Gegensatz zum FC Biel will man offen kommunizieren und im Notfall die Konsequenzen ziehen und sich vom Ligabetrieb verabschieden.